Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Ultrasonne Nuzlocke Challenge. Ich packe gerade meinen Hintern hier so ein bisschen. So, jetzt sitze ich wieder ordentlich. Wir haben soeben Wölkchen gerettet und wir können uns auch hier ein bisschen umsehen. Oh, da ist sogar ein Item versteckt. Ich habe einen Heilball gefunden. Again. Here we go again. So, ich schätze mal, das wird dieselbe Höhle sein, wie da, wo wir am... Oh mein Gott, ein Kusilla. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Das ist sehr, sehr schwierig hier, weil wir... Ich weiß nicht, ob das dieselbe Höhle ist, wie da, wo wir vorher waren. Vorwarnung von Kusilla wirkt. Ich sag mal so, ich bin mir nicht sicher, ob das dieselbe Höhle ist. Ich gucke mal ganz kurz nach. Einen Moment bitte, weil ein Kusilla wäre schon eine Bereicherung für mein Team, schätze ich. Einen Moment. Und ja, ich habe gerade nachgeguckt und es ist nicht der Ort, an dem wir unser Zubat gefangen haben. Es scheint eine andere Höhle zu sein. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Das heißt, wir können das Kusilla fangen. Oh mein Gott. Jetzt müssen wir nur ganz vorsichtig sein. Ich möchte das Kusilla natürlich ungern besiegen. Ich überlege gerade, was Kusilla bitte für ein Typ hat. Ich schätze mal, Psycho? Ich weiß nicht, ob Psycho-Fee vielleicht? Ich guck mal nach. Eis-Psycho. Oh, ein Eis-Pokémon. Ich liebe Eis-Pokémon. Denn leider sind sie immer total underrated. Auch generell ist der Typ, wenn man so auf die Typ-Tabelle guckt, nicht sehr vorteilhaft. Aber so ein Eis-Psycho-Pokémon, da muss ich jetzt aber auf jeden Fall ganz gut aufpassen, was ich jetzt hier mache, ne? Ich möchte es ja auch nicht aus Versehen besiegen. Da muss ich jetzt wirklich mit ganz viel Fingerspitzengefühl rangehen. Ich überlege, also ich darf nicht mit Feuer angreifen, ich darf nicht mit Stahl angreifen, mit Gestein und Kampf auch nicht. Habe ich denn vielleicht irgendein etwas schwächeres Pokémon? Okay, Steinbeißer. Steinbeißer, ich will ganz vorsichtig sein. Ich will dieses Kusilla nicht aus Versehen besiegen. Steinbeißer ist momentan noch vom Typ Käfer. Das heißt, dass Funkensprung auch keinen Step bringt. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich will nicht zu stark sein. Oh, bei 3 und 55. Komm, wir machen mal Klammer. Weh, du besiegst das Kusilla, dann werde ich böse. Los. Oh mein Gott, nein! 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 Oh, verdammt! Was soll das, Steinbeißer? Wir waren zu heftig. Wir haben das Ruten-Pokémon besiegt. Es war ein Kusilla. Das wäre mal endlich mal ein cooles Pokémon gewesen. Also nicht cool. Oh, ein Glück, dass wir... Naja, Butukel hätte ich eh nicht gewollt. Ganz ehrlich. Oh nein. Menno. Oh, ich will nicht sagen... Oh Mann. Das macht mich gerade alles ziemlich fertig. Komm, Funkensprung. Mach's weg. Botugelbäum hätten wir eh nicht gewollt. Oh Mann, ist das super ärgerlich. Boah, ich komme mir da gerade nicht drauf klar. Mann. Ich meine, das... Ja, okay, kriegt alle ein paar Level-Ups, das ist schön. Ja, und sich aber so ein Kusilla, das wäre mal was Besonderes. Ich weiß nicht. Ich meine, unser Team... Das sind da jetzt hier alles... Also, naja, nichts gegen unser Team, es ist super, aber es ist halt... Es ist jetzt da keine richtige Perle dabei, möchte ich mal fast sagen. Was ist denn hier unten? Wie kann das runter? Leute, das mache ich später. Mein Team ist gerade so angeschlagen. Ich möchte jetzt hier nicht ewig irgendwas machen, was ich... Oh mein Gott, Kusilla. Oh Mann, ich hätte dich so gerne gehabt in meinem Team. Das wäre mal ein cooles Pokémon gewesen. Ich sag's nicht oft genug. So, bis... Ja, von mir aus auch bis.
So, ich guck mal, was haben wir denn hier alles? Wir haben relativ viele Städte. Und auch sehr viele Regionen und Routen. Hier pro Route und dann geht's auch die ganzen Sachen hier. Ich guck mal, wo. Mele, Blumenmeer. Meereshöhle, genau. Was hätten wir denn noch kriegen können hier an Pokémon? Das steht hier gar nicht. Doch, hier steht's. Ein Dickda hätten wir auch kriegen können. Witzig. Hier, Quizilla, Enton, Botogel. Naja. Oh, Shiggy, aber nur mit dem Inselscanner. Oh, Kanimani. Na komm, wir gehen jetzt aber erstmal hier raus, wie sie rausstapft. Du, 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 du. So, hallo. Machen wir das erstmal, bevor ich jetzt hier die Höhle erkunde. Möchte ich natürlich auch später noch machen, aber. Erstmal meine Pokémon aufladen. Na, du bist mir vielleicht einer. Danke, Yumi. Und dein Mabula sollte ich wohl auch. Deinem Mabula sollte ich wohl auch danken. Warte, ich möchte mich ein wenig erkenntlich zeigen. Oh, sehr gut, jetzt hat mein Team geheilt. Ich habe da einmal was Interessantes in meinem Buch gelesen. Darin stand, dass sich das Aussehen von diesen komischen Flug-Pokémon-Vieh hier je nach Art des Nektars, den sie schlürfen, ändert. Bei der Behandlung, die ich dabei durch. Bei der Verwandlung, die sie dabei durchlaufen, handelt es sich jedoch offenbar nicht um eine Entwicklung, sondern um einen sogenannten Formwechsel. Interessant, oder? Jetzt aber schnell zurück in die Tasche, Wölkchen. Nur weil hier nicht so viele Menschen sind, kannst du doch nicht gleich so herumtoben. So langsam sollten wir auch weiterziehen. Der Professor macht sich sicher schon Sorgen. Hey, Yumi! Oh, Lilly! Ist ja auch mit dir unterwegs? Ja, oh, das ist kleine Robball, voll süß. Und was machst du hier, Tali? Naja, ich habe die Prüfung bestanden. Hey, Yumi. Ich will herausfinden, ne, ob mich die Prüfung stärker gemacht hat. Und dazu müssen wir kämpfen. Was? Oh, Tali, mach mich nicht fertig. Oh Gott. Okay. Gut, ja, drei Pokémon. Bis jetzt sieht es ja noch gut aus. Komm, machen wir mal jetzt hier Funkensprung. Coole Augen. Oh, guck, wie cute I am. Nebenbei. Ich hab hier irgendwo meine Brille hingetan. Was ist meine Brille? Ah! Ja, mache ich dann nach der Folge jetzt, dass ich sie aufsetze. Ich kann nämlich nicht so gut sehen. Robball wurde paralysiert. Und, oh nein, hast du eine passende Beere? Das kriegt man hin. Noch geht's. Oh, und die Musik ist voll süß. Gefällt mir richtig gut. Heuler. Momentan ist es ja noch recht einfach. Aber später wird Tali recht hart. Hat er eigentlich jetzt schon ein Pikachu? So. Ein F-Mev hat er. Och Mann. Ich habe mir auch ein F-Mev. FM meine ich F-Mev. Was rede ich da? Mann, wir haben schon so viele. Was? Das macht nur normal viel Schaden. Was ist denn das für ein Typ? Mann. Wir haben schon so viele coole Pokémon verpasst, die wir hätten fangen können. Ich hoffe, dass unser Team irgendwann noch cool wird. Vor allem, ich rede gerade darüber so, ja, Team, voll scheiße. Und mein Steinbeißer kann alles mithören, so. Ich bin die Scheiße. So. Oh, ist zurückgeschreckt, sehr gut. Na, mein kleiner Scheißer macht dich ganz schön fertig, lieber Tali. Und zack. Und FM ist auch weg. So. Ein Pikachu. Wir wechseln mal. Wir nehmen den gegen Pikachu. Wollen wir Opal einsetzen? Komm, machen wir mal. Ja, wir können doch Biss einsetzen. Wobei Pikachu hat vielleicht Statik. Da müssen wir echt aufpassen.
Picke. So. Ja, ist alles normal effektiv. Greif einfach mal an. Ich glaube, den Kampf jetzt der... What the... Warum... Wow, das war sehr gut. Opal. Oh Mann, dabei hätte ich dir sogar, nie gezeigt, was meine Pokémon sonst noch alles drauf haben. Oh, Glück gehabt. Also der Kampf war ja jetzt ganz entspannt, würde ich mal sagen. Hm, wir haben beide den Herrscher besiegt, Yume. Wir sind also ziemlich stark. Wenn ich so weitermache, gewinne ich auch irgendwann gegen Opi. Ha! Wusste doch, dass ich auf dich zählen kann, Yume. Danke, dass du Lilly gefunden hast. Und dir gratuliere ich natürlich zu deiner ersten bestandenen Prüfung, Tali. Bestimmt hast du ein paar feine Attacken vom Stapel gelassen, nicht wahr? Ja, klar. Ach, das habe ich dir zu verdanken, Robball. Sicher reibt sich Hala jetzt schon vor Freude auch die Hände. Wie meinst du das? Naja, das gehört doch auch zur Prüfung. Wer die Prüfung einer Insel besteht, der muss danach gegen den Inselkönig bzw. die Inselkönigin im Pokémon-Kampf antreten. Ja, so ist das. Und den Kampf gegen einen Inselkönig oder eine Inselkönigin nennt man dann die große Prüfung. Für jemanden wie mich, der Pokémon-Attacken erforscht, könnte es keine bessere Gelegenheit geben, heftige Pokémon-Kämpfe mitzuerleben. Echt so heftig? Lass mir doch Taten sprechen. Nichts wie auf nach Lilii mit etwas Rückenwind. Oh. Dann seine Pokémon-Attacken immer. Seit wir Route 3 in Windeseile hinter uns gelassen haben. Endlich können wir den Inselkönig herausfordern. Auf nach Lilii. Brrrs. Oh, lieber noch nicht. Lieber noch nicht. Ich möchte noch gerne die Meereshöhle etwas erkunden. Ich bin mal gespannt. Ich guck gerade. Wir kommen da wo ganz anders raus am Ende, sehe ich. In einer Bucht. Ja, ich gucke hier gerade so ein bisschen. Hier können wir rüber. Wir können auch da lang. Da kann ich aber noch mit Tauros lang. Ich gucke mir das hier gerade so ein bisschen an. Hm. Frage ist, welches Pokémon ich da am besten mal in die Spitze nehme. Es sind Eis-Pokémon da drin. Was war nochmal gut gegen Eis? Vieles. Kampf-Pokémon habe ich leider nicht. Das ist doof. Gestein habe ich auch nicht. Stahl und Feuer auch nicht. Wir bleiben mal mit Steinbeißer einfach vorne. Wir gucken. Hoffentlich levelt der Rest auch ein bisschen nach. Oh. Okay. Immerhin. Ich überlege. Oh, ein Saftkorn. So ein Smetbone-Team wäre auch interessant gewesen. Naja, gucken wir mal. Los, Käfer, bis gegen Saftkorn. Einen Moment bitte. Also, ihr könnt euch die Tacke ruhig angucken. Ich würde gerne. Nee. So. Ich habe meine Brille geholt. Oh, ey, das erste Mal, dass ich jetzt mir eine Brille zum Aufnehmen aufsetze. Irgendwie. Oh Gott, sie ist dreckig. Das putze ich hier während meiner Aufnahme erstmal meine Brille. Ich bin ganz furchtbar. So, ich habe gerade mitbekommen, Saftkorn hat Hilfe gerufen, aber es kam keiner. Heftige Sache das. So, Klammer. Und dann darf die Sache hier erledigt sein. Dank Flinkklaue kann Steinbeißer zuerst angreifen. Wie jetzt? Ist Saftkorn schneller als Steinbeißer? Wollt ihr mich verkackeiern? Steinbeißer, was ist los bei dir? Warum bist du so langsam? Oh Mann, so. Okay, Freunde. Jetzt ist meine Brille halbwegs sauber. Ja, jetzt sehe ich. Viel besser. Ah, viel angenehmer vor allem. So, boah, ich werde alt, ne? Ich brauche schon eine Brille. Hatte Schlange nicht. Oh, da vorne ist wieder Nektar. Und da hinten, da kann man wieder zurück. Okay. Boah, ich werde so alt. Das macht mich gerade voll fertig, dass ich jetzt hier eine Brille brauche. Also ich kann trotzdem alles, ups, sehen und lesen, aber es ist ultra anstrengend. Okay. Ah, ein Wammel. Ach, das hätte auch unser Team bereichert. Wobei, geht so. Ich meine, Feen-Pokémon werden wir eventuell noch begegnen und dank Steinbeißer haben wir ja schon ein Käfer-Pokémon im Team. Beziehungsweise, oh, ich bin hier gerade wild am auf dem Stuhl hin und her rücken. So. Von daher, ich hoffe, dass Steinbeißer uns noch lange erhalten bleibt. Ich frage mich, wann sich übrigens Steinbeißer entwickelt. Das ist schon, also Käfer.
Käfer-Pokémon entwickeln sich da recht früh und ich sag mal, die meisten Käfer-Pokémon müssten mit seinem Level... Ups, was tue ich? Buckler, was tue ich? Boah, die Folge heute ist ein bisschen chaotisch, findet ihr nicht auch? Gott! Was ist denn los heute? Das war das irgendwie das Kabel aus meiner 3DS raus. Ah, Akrobatik. Vergessen. Was war jetzt? Boah, heute ist alles so ein bisschen durcheinander, ne? Akrobatik. Guck mal, und zumal 55. Ein graziler Angriff auf das Ziel. Trägt den Anwender kein Item bei sich, richtet die Attacke großen Schaden an. Okay, vielleicht sollten wir dann ihn lieber das Item wegnehmen. Machen wir mal Klammer weg. Und Böckchen erreicht Level 13. Und Böckchen möchte Megasauger erlernen. Na, da gucken wir mal. Ah, wir haben sogar schon im Feen-Pokémon Böckchen. Ah. Machen wir mal. Was war denn Feen? Feenprise? Ja, ist ja gut. Machen wir einfach mal Absorber weg. Megasauger ist ja quasi die verbesserte Form. Und dann kommt natürlich dann noch Gigasauger, aber. Hm. Und Xena versucht Flügelschlag zu erlernen. Na, gucken wir mal. Boah. Mach mal Superschall. Genauigkeit von 55. Also 55 Genauigkeit ist echt mies. Knapp mehr als die Hälfte. Hä? Nee. Auf sowas möchte ich mich jetzt nicht einlassen. So, wir erkunden die Höhle noch. Die Meereshöhle. Okay, schauen wir mal. Boah, ich muss echt gucken, ne? Also Böckchen behalte ich drin. Ist jetzt... Oh, Kusilla, das hätte ich so gerne im Team gehabt. So ein Grossana dann so. Das wäre schon cool gewesen, aber... Naja, haben wir halt nicht. Und bis. Tschüss. Vielleicht hätte ich doch ein schwächeres Pokémon vielleicht opfern müssen. Vielleicht hätte ich ja ein Xena oder so opfern sollen. Ich weiß nicht. Okay. Muss man hier runter. Drum geht nicht. Hier kann man auch runter. Ich habe nebenan die Karte offen. Ist immer groß auf meinem zweiten Bildschirm. Kalasbocht. Da unten, also da muss ich ganz oft springen. Ich gehe mal den Weg, wo ich weniger viel springen muss. Ich guck mal. Vielleicht findet man dann noch hier und da noch ein Item. Ist Anton nicht Psycho? Ich dachte, Anton wäre Psycho-Wasser oder ist Anton nur Wasser? Ich bin gerade irritiert. Weil bis normal effektiv ist, wartet mal. Kann es sein, dass das jetzt hier so ein Scheiß ist, wo ich immer dachte, das wäre nicht so. Wohl, warte mal, ist Anton? Anton ist nur Wasser? Ich dachte immer, Anton wäre Psycho-Wasser. Also ich habe Psy-Kräfte, aber ist kein Psycho-Pokémon. Okay, das wusste ich nicht. Wir gucken mal, ob hier irgendwelche Items liegen, die irgendwie wertvoll sind. Oder irgendwelche guten TMs oder so, ich habe keine Ahnung. Und noch ein Enton. Nebenbei können wir auch ein bisschen hier trainieren. Das ist auch nicht schlecht. Denn wenn ich hier gegen den Inselkönig antreten muss, hätte ich gerne ein etwas stärkeres Pokémon. Weil ich hätte ungern jetzt hier Verluste. Vor allen Dingen jetzt Böckchen, Steinbeißer und Bobo. Die jetzt hier momentan... Oh, und Opal. Opal habe ich vergessen. Boah, ich bin so scheiße. Und Opal, die vier, die momentan den Kern meines Teams bilden. Wobei ich Opal eventuell auch wieder austauschen würde. Wobei Opal momentan echt gute Arbeit leistet, muss man sagen. Ich bin sehr überrascht, dass dieses Mauti so stark ist. Und wieder ein Botugel. Boah, wir hätten einen Kusilla kriegen können. Ich komme da nicht drauf klar. Ein Kusilla, Leute. Das wäre so super gewesen. Mann, ey. Das hätte auch zum Teamkern werden können. Naja, schauen wir mal. Naja, momentan ist einfach der Stärkste überlebt. Ich bin echt auch baff, dass Steinbeißer sich im wahrsten Sinne des Wortes so gut durchbeißt. Furiere mit 15. Oh, Aeroas.
vergessen. Schauen wir mal. Das war relativ gut. Ne? 60. Extrem schnelle Attacke, die das Ziel nicht. Aha. Mach mal Silberblick einfach für weg. Silberblick sofort. Die Anfängerattacke. So, Puppy. So, okay. Was haben wir hier? Bestimmt ein Beleber. Ne, ein Supertrank. Das ist sogar mal ein gutes Item. Aber ob sich das gelohnt hat, ich weiß ja nicht. Ist hier noch irgendwas? Ah, ein Sternstück. Einfach mal A gedrückt. Das sieht so aus, als ob hier etwas Besonderes gewesen wäre. War es ja dann auch. Mal gucken, wo wir dann jetzt gleich rauskommen. Zurückkomme ich auf jeden Fall nicht. Das heißt, das muss irgendein krasser anderer Pfad sein. So. Vorwarnung! Oh mein Gott, unser Funkensprung wurde durchschaut. Vorwarnung oder Vorahnung? Ich dachte, das heißt Vorahnung, aber ich habe gerade Vorwarnung gelesen. Das war sehr merkwürdig. So. Oh, oh, das ist auch noch ein Item, das will ich haben. Sorry, Leute. Oh. Und ich, ja, ja, okay. Ich sollte eigentlich das indirekte Training, was ich hier habe, zu schätzen wissen. Der Nether-Erfahrungspunkt macht uns stärker. Ich mache die Folge auch minimal länger, weil ich jetzt nicht weiß, wie lange ich jetzt hier geguckt habe, wegen der Höhle, wo wir gerade sind. Da habe ich jetzt schon, keine Ahnung, ein paar Minuten reingesteckt, wobei es auch nicht lange war. Ich denke mal, wir sind jetzt schon inzwischen über die 20 Minuten, oder? Ich weiß es gerade nicht, wenn ich das zurechtschneide, wie viel es dann ist. Ich mache es einfach ein Mühe länger, denn ich würde eigentlich gerne die Höhle hier einmal passiert haben. Ich laufe ja extra im Gehschritt, weil ich weiß, dass dann weniger Pokémon kommen. Ewiges Eis! Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das hat sich richtig gelohnt. Falls wir dann irgendwann mal ein Eis-Pokémon im Team haben sollten. Oh, Zubat gibt's ja auch. Zum Glück werden wir so schnell kein Zubat mehr fangen, weil wir davon eh schon genug haben. Also eins. Ein Eins ist genug. Na komm, und stirb. So, gut. Ich überlege gerade, machen wir das noch, dass ich das noch durch die Höhle hindurchgehe? Ich weiß nicht. Na komm, komm. Egal, scheiß drauf. Ich gehe noch durch die Höhle durch. Wie sie durchstapft. Ich finde das so lustig, dass sie so bergauf so anders läuft. Das finde ich richtig schön gemacht. Das gefällt mir. Na komm, was kommt jetzt? Schon wieder ein Kusilla. Oh Mann, ey. Das ist... So. Bis. Und zack. Na komm. Am liebsten würde ich auch mal nachgucken, wann Steinbeißer sich entwickelt jetzt. Allerdings will ich mir auch die Überraschung nicht nehmen. Aber vielleicht entwickelt sich das erst extrem spät? Boah, ich bin echt... Ich weiß nicht. Mich irritiert das alles so ein bisschen. Wieder ein Zubat. Wow. Boah. Sorry, Leute. Oh Gott, das dauert jetzt gerade ewig. Komm, bitte. Geh einfach weg, Zubat. Ich verspreche es euch. Ich kaufe, sobald es geht, ein paar Mal Schutz. Ich meine, ja, so ein bisschen Training ist schon eine nice Sache, aber ich sag's ungern, aber die Erfahrungspunkte, die die Pokémon hier inzwischen bringen, sind auch nicht mal so nice. Wobei, ja, okay, Böckchen und Xen, okay, die kriegen schon immer mal noch ein Level-Up ab. Ja, Englisch lohnt sich schon, aber ob das jetzt so on-screen... Weil ich auch eher so fürs Offscreen-Trainieren immer bin. So, wir haben es jetzt durchgeschafft. Endlich. Meine Güte. Oh mein Gott. Wo sind wir hier? Die Kala-Bucht. Okay, ich habe einen Tauchball gefunden. Anscheinend kann man hier tauchen. Und... Im Sand liegt eine Flasche, in der ein vergilbter Brief steckt. Möchtest du die Flasche öffnen? Was zur Hölle ist jetzt los? Ja, bitte. An den Finder dieser Nachricht. Meine kleine Schwester wohnt in Lilii. Sei doch bitte so gut und bringe ihr bitte folgende Botschaft. Liebe Schwesterherz, du kannst dir nicht vorstellen, an was für einen sonderbaren Ort ich bin. Doch keine Sorge, die Leute hier sind alle sehr freundlich zu mir. Pass auf dich auf, dein großer Bruder.
Ja, aber nochmal lesen. Okay, es gibt um Nili I eine kleine Schwester und da können wir diese Nachricht hier überbringen. Und ich bin gerade irritiert. Können wir wieder hochlaufen, die gesamte Höhle? Was? Jetzt bin ich gerade irritiert. Wir reden mal mit dem Mann hier. Hallo. Alola, eine wunderschöne Nacht, nicht wahr? Wenn du willst, zeige ich dir was Tolles. Entschuldigung, das ist ganz zu viel. Okay, dann zeig mir mal was Tolles. Dann komm mal rüber. Am besten du hockst dich hin, dann siehst du mehr. Machen die das mit Absicht? Mal ernsthaft. Machen die das mit Absicht? Entschuldigung, aber was? Da, schau. Was glaubst du, wo ist das? Lass mich dich erleuchten. Die Lichter stammen von Finion, den Flügelfisch-Pokémon. Finion speichert tagsüber das Sonnenlicht und nachts, um nachts die Muster an ihren Flossen aufleuchten lassen zu können. Wenn du nachts mal wieder Lust auf eine magische Lichterschau verspürst, dann komm einfach vorbei. Das war's? Okay. Gut, Freunde. Ich würde sagen, wieder hoch die Höhle. Das ganze Hochkraxeln mache ich dann mal besser offscreen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, wir Let's Play Pokémon Ultra Sonne Nuzlocke Challenge. Mal gucken, wo wir uns dann wieder treffen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hui.